da, 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 da. Oh Gott, ich sing so tief. Egal. Hi? Ja? Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich gespielt habe. Ich weiß, es ist nicht so lange her, dass ich das letzte Mal einen Part hochgeladen habe. Das hat, glaube ich, gerade keinen Sinn gemacht. Das ignorieren wir. Geredet haben wir, glaube ich, schon mit ihr, oder? Ja. Gut. ja, jetzt können wir immerhin alles mal untersuchen. Ich glaube, wir untersuchen mal ein bisschen Stuff hier so. Und das ist offensichtlich Herrn Eldons Nudelstand. Hatten wir das nicht schon? Ah, nee, okay. Immerhin steht da Eldons in großen Buchstaben. Und das Zeichen auf dem Lampion kommt mir auch bekannt vor. Es wird sicher nicht leicht, ihm das zu sagen. Das mit der Leiche und so. Immerhin sind damit 3 unserer Fälle erledigt. Das stimmt. Herzlichen Glückwunsch, Apollo. Bleibt noch ein Fall übrig und der ist der schlimmste von allen. Mord. Ich dachte, das mit der Unterhose kommt jetzt als Gag so, aber hey. Ein Eimer. Aber ich glaube, den müssen wir uns auch nicht angucken. Was ich durch Pokémon-Spiele gelernt habe, immer an Mülltonnen vorbeigucken, da könnte ja ein Supertrank oder ein Superball drin versteckt sein. Wow! Es muss ja einfach die eine oder andere Spur geben. Du und deine Mülleimer. Na los, setz dich nur selbst außer Gefecht. Bitte siehst du denn nicht, dass ich... Guck mal, da ist noch ein Höschen. Wow, Apollo, du bist echt ein Spezialist im Höschen finden. Ach, hör auf. Moment mal. Das hier ist nicht... Das ist nicht meins. Mir juckt mein Knie. Warte mal. Ah, jucken, das Knie juckt. Okay. Wurde jetzt vielleicht auch gestohlen? Höschen zur Gerichtsakte hinzugefügt. Oh, ich bin nicht so scharf darauf, fremde Unterwäsche einzusammeln. Ew. Das da können wir uns auch angucken. Was ist das? Ist das ein Messer? Wir wissen es nicht. Das ist ein Messer. Eine kurzschaftige Klingenwaffe, um genau zu sein. Oh, Fachsprache! Der Geklagte. Wookiee-Kitaki ist der Sohn einer bekannten Verbrecherfamilie. Ich bin heute ein bisschen heiser, deswegen klinge ich vielleicht ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht. Ich muss es nachher mal in der Aufnahme hören. Aber es fühlt sich an, als würde ich anders klingen. Aber egal. Die Polizei geht davon aus, dass es ihm gehört. Moment mal. Ich kann nicht reden. Moment mal, war die Mordwaffe nicht eine Pistole? Hä? Sehen Sie sich das mal an. Da ist ein Abdruck auf dem Messer. Ein Abdruck? Vielleicht ist da auch ein verwertbarer Fingerabdruck dabei. Dann wollen wir das doch mal untersuchen. Oh cool, yeah, cool. Oh yeah, es ist cool. Cool. Okay, zunächst müssen Sie den gewünschten Fingerabdruck auswählen. What? Wir werden gesiezt? Fingerabdruck auswählen! Heute ist es schlimmer als sonst. Oh Gott. Ich habe die Nacht nicht sehr gut geschlafen, das liegt daran. Sehen Sie sich den Griff genau an. Sieht aus wie so ein... Kartoffelschälenmesser. Sehen Sie, dort ist mehr als ein Fingerabdruck. Oh, das ist ja verrückt. Die schwarzen Flecken? Das war Trucy. Und sie klang komisch. Ganz genau, wählen Sie den Abdruck, den Sie untersuchen möchten. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Nein, okay. Da, das schwarze Ding. Gut, gehen wir auf Spurensuche. Oh, sie glüht ja fast vor Aufregung. Oh Mann, oh, heute ist alles schlimm. Es tut mir leid. Zuerst etwas Aluminiumpulver auf den Abdruck streuen. Einfach den Bildschirm berühren, verstanden? Oh yeah! Yeah! Oh cool! Cool! Oh Gott, wie puste ich denn? Das muss ich noch herausfinden. Oh toll, das ist ja wie zaubern! Ja, nicht wahr? Okay, probieren wir es doch mal. Am besten würde ich gar nichts sagen, ist nur schlecht, weil es hier ein Let's Play ist! Okay. Wie ging das? So einfach? Reicht das? Wie lange muss ich das machen? Muss ich noch mehr Pulver machen? Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ich habe nicht zugehört. Also gelesen, zugelesen. You know what I mean. Wirklich beeindruckend. Und jetzt müssen wir die Abdrücke vergleichen. Auf der Wache können Sie die Abdrücke vergleichen, um zu bestimmen, wem sie gehören. Das macht bestimmt nicht so viel Spaß wie das Finden der Abdrücke. Piep. Okay, wählen Sie die Person aus, von der Ihrer Meinung nach die Abdrücke stammen. Hat sie uns vorher auch schon gesiezt? Das ist so seltsam.
Ja, ihm her, ne? Weil er war ja... Könntest du hinhauen? Mach mal. Oh ja, guck mal da. Sieht doch, oder? Miep, miep, miep. Miep, 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 miep. Vergleich abgeschlossen. Übereinstimmung. Wow! Das heißt, die Fingerabdrücke gehören dem Angeklagten. Ja, ist es nicht großartig? Ah, that science, bitch. Das ist mein Leben. Mm. This girl is on fire. Kennt ihr den Typen, der so total geil abgeht bei dem Lied? Sieht so super fröhlich aus. So sehe ich auch aus, wenn ich cover. Genau so und nicht anders. Egal. Und bei mir brennt der Hut. Du hast keinen Hut. Sehr lustig. Augen auf. Sinne geschärft. Der entscheidende Kampf steht noch bevor. Kopf hoch, Polly. Die Verhandlung hat noch nicht mal angefangen und schon verliere ich. Oh. Ach Mensch, Polly. Und? Haben Sie schon mit dem Angeklagten gesprochen? Nein. Die Besuchszeit in der Strafanstalt ist fast vorbei. Vielleicht sollten Sie lieber hier aufhören und sich auf den Weg machen. Gute Idee. Wozu soll das gut sein? Wir haben einen Zeugen und ein Messer mit Fingerabdrücken. Hatte ich schon erwähnt, dass ich ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache habe? Keine Sorge, das ist beste Ride-Tradition. Auf manche Traditionen kann ich wunderbar verzichten. Ja? Auf Ride-Traditionen kann man verzichten? Sehe ich anders. Ach, sie ist noch nicht da, aber wir wollen jetzt eh mal erstmal hier... Wie komme ich denn zum Detention Center? Wie heißt denn das nochmal auf Deutsch? Ich hab's vergessen. Sie hat's gerade gesagt und ich hab's vergessen. Strafanstalt! Oh, you know what I mean. Soll ich schon mal ein bisschen was verraten? Okay, pass auf. Es wurde ja gesagt... Nee, ich verrat's nicht. Ich hab nichts gehört. Vielleicht schneide ich's raus. Ich weiß es noch nicht. So. Besuchszeitraum. Ich kann nicht reden heute. Aber wir haben nur noch 3 Minuten. Ich werde Ihre Bitte weiterleiten. Aber machen Sie sich keine Hoffnungen. Der Vater spricht im Privatzimmer mit ihm. Der Vater? Meinen Sie einen Pfarrer? Ich meine den Vater des Verdächtigen, Herrn Winfried Big Wins Kitaki persönlich. Bitch! Oh, das war so schnell. Ich hab's nicht gelesen. Tut mir leid. Stirb, du Kleiner! Du bist derjenige, der bald draußen sein wird, du Alter! Was? Ach, hier sind sie. Du siehst aus wie ein Tanuki. Egal. Wow, dieser Typ strahlt Macht aus. Macht. Mit einer niedlichen Schürze. Sind sie Wokis an... Nein, ist schon wieder Russisch. Ich wollte in Italienisch sprechen, aber ich weiß nicht, wie man italienischen Akzent macht. Sind sie Wokis Anwalt? Ja, das bin ich vielleicht. Also kommt drauf an. Nun... Ich bin Big Wins Kitaki, der vierte Kopf der Familie Kitaki. Capisce? Siehst du, wenn ich jetzt einen italienischen Akzent könnte, wäre das total gut gekommen, aber kann ich leider nicht. Der vierte Kopf? Wow. Eigentlich bin ich hier, um mit ihrem Sohn zu sprechen. Herr Justice. Ja? Mein Sohn ist unschuldig. Er hat niemanden getötet. Ich aber schon. Wenn er für schuldig befunden würde, wäre das ungünstig. Capisce. Ja, Capisce ist mein zweiter Vorname. Ich habe sie klar und deutlich capischt. Oh, wie süß. Capischt? Um es zu schaffen, müssen sie mehr tun, als es nur zu verstehen. Aber das lernen sie noch. Selbst wenn die Lektion erst am Ende ihres kurzen Lebens kommen wird. What? Irgendwie wird mir gerade schlecht. Nun, wie sieht der große Plan aus, alter Mann? Oh yeah, cool. Wie spreche ich ihn? Jetzt kannst du mich nicht mehr wie ein kleines Kind behandeln. Jetzt nicht mehr. Weißt du, Habe ich ihn schon mal gesprochen? Egal. Ich wollte in den Bau. Mir gefällt's hier. Sie müssten Wocky sein, richtig? Ein Gangster ist erst ein Gangster, wenn er mal gesessen hat, Kumpel. Du wirst schon sehen. Wenn ich hier rauskomme, wird sich alles ändern. Sei still. Ich finde ihn irgendwie cool. Entschuldigen Sie bitte, Herr Justice. Eigentlich ist er ein ganz braver Junge. Ist nur ein bisschen dumm. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich mir das nur schwer vorstellen kann.
Ha, diesmal kannst du mich nicht unter deine Fuchtel nehmen, alter Mann. Ich hab eine total coole Frise. Du hast mich gehört, ich brauche keine Verhandlung, ich hab's getan. Ich denke, das reicht für heute, Herr Justice. Lassen Sie mich morgen besser nicht hängen. Lauthold. So tief die Stimme. Das war also das Gespräch mit unserem Mandanten. Cool. Ach, Trucy, du bist Optimismus in Person mit lustigem Hut. Wir haben sogar mein Höschen gefunden. Mir hat's jedenfalls Spaß gemacht. Aber das größte aller Rätsel bleibt ungelöst. Wie soll ich den Fall für den Prozess aufbauen? Oh, fast hätte ich's vergessen. Gleich ist mein Auftritt. Heute Abend trete ich in der Wunderbar auf. Das solltest du nicht verpassen. Wunderbar. Es ist ja wunderbar. Nein, wir wollen nicht speichern, weil sich die ROM dann gerne mal aufhängt und das wäre unpraktisch. Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. 1, 2 oder 3? Na, na, ich weiß nicht weiter. Na, 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 na. Okay. Hä? Ist Herr Wright heute nicht da? Er hat gesagt, seine alte Fußverletzung würde wieder Ärger machen. Alte Verletzung? Er hat doch gestern übers ganze Gesicht gestrahlt. Ja, er hat gestrahlt, als er sagte, dass wir klarkommen, solange du da bist. Trucy. Okay, egal. Ja, na gut, wir werden klarkommen. Hier kommt Justice. Ich habe heute um 5 Uhr in der Früh meinem Stimmtraining begonnen. Oh, mach es jetzt mal. Ich will mal hören. Okay. Ich heiße Apollo Justice. Oh, das geht mir gut. Das klang nicht sehr toll, es tut mir leid. Das klingt ja eher nach einer Selbstbeschwörung als nach Stimmtraining. Mir geht's gut. Alles klar, Alter. Yo, erstmal ein paar Mülltonnen hier anzünden, Kinder. Oh, so klingt der besser. Ich will ihn lieber assig reden. Ich weiß noch nicht. Yo, was geht ab, Alter? Nur ja mit dem Schuldspruch, Gangster. Yo, ist mir sowas von egal. Das ist voll schwer. Okay. Bleibt ganz locker und lass es einfach raus. Alles klar, Alter. What? Eigentlich nicht. Wookie, riske hier drin lieber nicht so eine große Lippe. Ja, da sind wir zwei im verschiedenen alter Mann. Ich fürchte die Bullen nicht. Echt, die Gangster sind erst dann wirklich echt, wenn sie mal im Knast waren. Du hast ja absolut keine Ahnung, wovon du da sprichst. Klingt, als hätten die beiden auch Stimmtraining gemacht, Apollo. Meine schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Der Prozess beginnt und ich habe meinen Mandanten immer noch nicht richtig befragt. Jo, passiert, ne? Entschuldigung, ich muss mal kurz die Maus ein bisschen aus dem Bild holen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Endlich wieder im Gericht. Hier fühlt man sich so richtig schön zu Hause. Oh, Gavin ist da. Ich nenne ihn weiterhin Gavin. Ich finde den Namen Cantillon seltsam. Auf geht's zum Rock'n'Roll, Herr Richter. Ah, erst ist der Typ von gestern. Der ist Staatsanwalt? Herrn Gavins Bruder. Lange nicht gesehen, Staatsanwalt Gavin. Waren Sie beurlaubt? Ich hatte in meiner Freizeit eine kleine Band gegründet. Und dann wurden wir populär. Passiert. Ist echt schwer, Nein zu den Fans zu sagen, wenn 3 deiner Singles Platin holen. Gibt's sowas noch heutzutage? Platin-Singles? Verstehe, ehrlich gesagt war ich etwas in Sorge. Ich hatte befürchtet, dass sie immer noch an jenem Verfahren zu knabbern hätten. Kein Problem, Herr Richter. Diesen Tag im Gericht würde ich um nichts in der Welt verpassen wollen. Das ist sogar mehr wert als VIP-Pässe für eins meiner Konzerte, ne? Der sagt, ne? Das klingt so nach mir und so uncool. Wie könnte ich mir die Chance entgehen lassen, mir die wahre Stärke des kleinen Jungen anzusehen, der meinen Bruder besiegt hat. Mhm. Das war es mir wert, 1, 2 Auftritte abzusagen. Entweder er hasst ihn sehr oder er liebt ihn heimlich. Er hasst ihn. Das verstehe ich. Ich meine, Sie dürfen Ihr Eröffnungsplädoyer halten. Bevor wir damit beginnen, dachte ich, ich schnips erstmal ein bisschen cool. Und das Coole ist, wenn er sich aufregt, dann haut er nicht auf den Tisch wie die anderen Verteidiger und Anwälte, sondern so an die Wand. Das sieht sehr cool aus. Yeah!
Ist die Stimmung in diesem Gerichtssaal nicht ein wenig zu ernst? Nun, zufällig sind wir hier vor Gericht. Auf diese Weise werden Sie die Menge kaum zum Tanzen bringen, Herr Richter. Ich soll ja auch nicht tanzen, ist ein Gerichtssaal hier. Achtung, Baby! Heute wird mal nach meiner Gitarre getanzt. Yeah! Ich dachte gerade, er hätte 6 Finger. Weil das so komisch aussah mit den Ringen da so. Keine Ahnung, egal. Was ist denn das für ein Lärm? Manchmal muss man erst ein wenig locker werden, bevor man knallhart zur Sache kommt. Knickknack. So, das ist verrückt. Das Opfer Paul Meraktis, Direktor der Meraktis Klinik. Das ist bestimmt auch so eine Anspielung, die ich nicht ralle, weil ich zu doof bin. Der Tatort, der Volkspark. Als Meraktis gefunden wurde, zog er einen Nudelstand. Ich meine, warum auch nicht? Warum in aller Welt sollte denn ein Arzt einen Nudelstand ziehen? Ja, ich glaube, dass sie das nur herausfinden, indem sie den Angeklagten hier und jetzt danach fragen. Luft holen, denn es ist die unwiderlegbare Wahrheit, dass er das Opfer erschossen hat. Was meinen Sie denn mit unwiderlegbar? Starren Sie nicht mich so an, Herr Justice, sondern lieber den Punk da. Für seine Tat gibt es einen glaubhaften Zeugen, verstehen Sie? Oh ja, oh, ich erinnere mich. Der war echt seltsam. Okay. Bitte lassen Sie diesen Zeugen vor Gericht treten. Das war scheinbar, ich habe so ein bisschen mal nachgeguckt, so Wikipedia-mäßig. Diese Animation war die aufwendigste in dem Spiel und scheinbar auch in den anderen 3 vorherigen Spielen. Die waren allerdings noch für den Game Boy Advance und kamen bei uns erst für den DS als Remake quasi raus. Ich rede so viel, es tut mir leid, ich bin so ein Nerd, ich habe so viel gelesen. Egal. Zuerst muss noch eine kleine Angelegenheit aufgeklärt werden. Können Sie mal was ohne Begleitmusik sagen? Voll gut. Ich könnte schwören, dass ich die Gitarren einen Moment lang gesehen habe. Ach, die Gitarre. Einzahl, Mehrzahl, keine Ahnung. Was wäre das, Staatsanwalt Gavin? Das Motiv, Herr Richter. Warum hat dieser kleine Punk das getan? Warum hat er den Direktor der Meraktis-Klinik umgebracht? Yo, Bitch, Einspruch! Nicht so schnell, der Angeklagte muss sich dazu nicht äußern. Ach, aber was wäre, wenn der Angeklagte dies ausdrücklich möchte, wie heute Morgen? Mir juckt mein Fuß! Erst mein Knie, dann mein Fuß. Wahrscheinlich bin ich todsterbenskrank. Ich habe Katzeritis und werde bald verrecken. So, ich möchte all meinen Homies was mitteilen, hat er gesagt, meine ich. Ich mag ihn so. Was? What? Was? Trifft es ziemlich gut. Es heißt, wer auf der Bühne steht, soll der Menge immer gehörig einheizen. Du schwitzt wie in einer Sauna, Polly. Ah, ja. Nun, das ist höchst ungewöhnlich, aber das Gericht wird jetzt den Angeklagten zu seinem Motiv für die Tat anhören. Tut mir leid, dass ich so viel trinke. Irgendwie, meine Nase ist zu, ich kriege nicht so gut Luft, wenn ich die Stimme verstehe. Und dann trinke ich irgendwie viel. Keine Ahnung. It doesn't make sense either. Ist egal. Nun, Sie, mein Junge, sind der Angeklagte. Wocki, richtig? Ich bin nicht dein Junge, Alter! Du musst einen Kitakian. Mach dich hier auf was gefasst. Und wenn Sie eine Amtsperson anmachen, wandern Sie hübsch ins Gefängnis. Das muss man ihm schon lassen. Wocki hat echt Mut. Es ist nicht sein Mut, der mir Sorgen macht. So ja seine Dummheit. Nun gut, das Gericht wird jetzt die Aussage zum Motiv des Angeklagten anhören. Vom Angeklagten selbst. Ich krieg echt voll schlecht Luft. Ah! Wocki Kitakis Wahrheit. Ich sag dir was, Alter, dieser Arzt war ein Quecksilber. Was? Jemand musste ihm mal zeigen, was Sache ist. Yo, what? Ich war vor einem halben Jahr in seiner Klinik. Er hat meine OP ganz schön vermasselt. Und dann hat er mich einfach gehen lassen, ohne ein Wort, ja? Bis die Tage, ciao! Ich musste wieder hin zu einem anderen Arzt, damit er mich wieder zusammenfliegt. An dem Tag wurde es mir klar, ein wahrer Gangster würde sich das nicht bieten lassen, yo. Deswegen bin ich in jener Nacht zu seiner Bude gegangen. Alles klar, Alter? Wow. Sie behaupten also, Sie waren einer der Patienten des Opfers? Es passiert eine Menge Zeug, wenn man sein Ding auf der Straße dreht. So sieht's aus. Eins sage ich dir, dieser Arzt war echt kaputt. Nun gut, die Verteidigung darf mit dem Kreuzverhör beginnen. Blablabla. Ich kann nicht fassen, dass ich das alles jetzt zum ersten Mal höre. Tut mir leid, Apollo. Wobei, ich kann ja nichts dafür.
tut ihm leid. Irgendwem tut's bestimmt leid. Ich sag dir was, Alter. Diese Arzt war ein Quecksilber. Ich glaube, er meint Quacksalber. Ich war vor einem halben Jahr in seiner Klinik. Er hat meine OP ganz schön vermasselt. Das wollen wir natürlich näher wissen. Sie waren also vor einem halben Jahr Patient in der Meraktis-Klinik? Warum? Ich hatte sowas wie einen Ehrenmal. Können Sie genauer erläutern, was Ihnen gefehlt hat? Mir hat nette Kundenbetreuung gefehlt. Wir hatten ein kleines Tete-a-Tete. Was? Okay. Da wollte ich mal richtig Gas geben. Oh! Und bin in den Hinterhalt geraten. So ein Gangster hat mich mit Blei vollgepumpt. Ist aber nicht nett. Meinen Quellen zufolge konnten sie den Stress des Wartens nicht ertragen. Und sind 15 Minuten vor der vereinbarten Zeit reingerannt. Ganz alleine. Ich war den Typen mehr als gewachsen, ja? Und sie wurden in die Chimeraktische Klinik gebracht. Ihnen wurde ins Herz geschossen, nicht wahr? Oh, diese Stimme, ich... Ah, ein Schuss ins Herz und er lebt immer noch. Ich kann Kugeln mit meinen Zähnen auffangen. Cool. Okay. Die Kugel ist kurz vor meiner Pumpe stehen geblieben, ist klar, Alter. Wäre alles in Butter gewesen, wenn dieser Fuscher nicht von einem Arzt nicht gewesen wäre, was? Ach, egal, macht irgendwie Sinn. Blablabla. Sie behaupten also, die Operation wäre fehlgeschlagen. Das ist nicht alles, hombre. Hombre. Dann hat er mich einfach gehen lassen, ohne ein Wort, bis die Tage, ciao. Kommt da noch was? Ich musste wieder hin zu einem anderen Arzt, damit er mich wieder zusammenfliegt. Lalalala, lalalala. Aha. Ich glaube, das will ich auch noch näher wissen. Was meinen Sie damit, dass er sie ohne ein Wort gehen ließ? Was glaubst du denn, was besonders sein wird? Was ist sonst? Entschuldigung, diese Stimme. Es klingt so, als hätte der Herr Doktor seinen Fehler vertuschen wollen. Aus diesem Grund hat er den Angeklagten gehen lassen. Er ist ein Lügner, ehrlich. Ein noch fieserer Gangster als ich, yo. Ich musste wieder hin zu einem anderen Arzt, damit er mich wieder zusammenfliegt, yo. Okay. Nun, die Kugel steckt also noch immer... Jo, du sagst, ich kann sie immer noch fühlen, ja? Mitten in meiner Brust, sie drückt volle Kanne gegen mein Herz, sei voll eklig. Deine Worte treffen mein Herz wie die Kugel aus einem Colt. Damit hier das Leben mal wieder die Kunst. Das stammt nämlich aus einem meiner Hits. Wow, ganz schön kitschig. Nö, das klingt nach einem klaren Kunstfehler. Richtig, Richter, yo, das war kein Versehen, so fließt mir klar, ja? Es scheint, als hätte ich Probleme mit diesem Arzt gegeben. Mann, ihn umzupusten war so, als würde ich der Welt einen Gefallen erweisen. Alter, das ist so krass. Ich meine, so reden das so leider wirklich, oder? Ich weiß nicht. Ich will nicht Menschen über den Kamm scheren, so, aber es klingt so, weiß nicht. Egal. Okay, würden Sie sich bitte erst mit Ihrem Anwalt beraten, ehe Sie sowas sagen? Kinn hoch, Apollo, Brust raus! Brüste? Aber warum ist dieser Fehler erst ja nicht in dem Tag ans Licht gekommen? Er wurde bei der Familienuntersuchung bemerkt. Familienuntersuchung? Das war die krasseste Sache überhaupt. Jo, wir Gangster sind in einer Reihe zur Untersuchung. Bis die Jungs sterben, als dahin siechen. Ich kann lesen! Gut, dass sie so denken. Hä? Ich meine, was ist gut? Oh, hat ihr Vater Ihnen das nicht gesagt? Die Kugel, die so dicht neben ihrem Herz steckt, muss entfernt werden. Oder sie werden sterben. Was? Ja, Dr. Meraktis wurde von dieser Zeitbombe, die in ihrem Körper tickt. Wusste von dieser Zeitbombe. Ah ja, glaube ich jedenfalls, dass es da stand. Dieses Wissen hätte ihr Leben retten können. Das kann nicht sein. Das ist total krass, ja? Es gibt Beweise. Ihr Untersuchungsbefund. Wokis Untersuchungsbefund zur Gerichtsakte hinzugefügt. Welch eine Ironie, den einzigen Mann zu töten, der ihnen hätte helfen können. Sie sind beinahe so unvorsichtig, wie er es war. Tja, jetzt wo endlich mal Stimmung in der Bude ist, lassen wir uns mal richtig loslegen. Gut, bevor wir aber richtig loslegen, beende ich kurz diesen Part, um mir noch was zu trinken.
Mach mal ein kleines Päuschen, damit ich mich nicht so oft verlese. Und putz mir die Nase, weil meine Nase ist voll zu, ne? Und wenn ich dann rede, habe ich das Gefühl, als würde ich so klingen. Aber ich glaube, ich klinge nicht so. Ich hoffe, ich klinge nicht so. Ich weiß es nicht. Okay. Ich mag seine Animationen, die sehen so voll realistisch aus irgendwie. So, weiß nicht so. Also so für Ace Attorney-Verhältnisse. Nicht, dass die anderen Animationen unrealistisch. Naja, gut. Kommt drauf an. Ich finde es irgendwie voll realistisch aus. Naja, gut. Schnips. Schnips. Sind das eigentlich nur drei Bilder? Eins, zwei, drei? Egal. Tschüss, bis zum nächsten Part. Hoffentlich wird der besser. Tut mir leid, ich bin manchmal doof. Es ist so still, das ist so seltsam. Spiel mal wieder Gitarre, kann Thielen, Gavin. Ich kenne keinen Kevin. Die Gavin kennen dich, aber du kennst sie nicht. Keinen Gavin kann ich kennen, kann ich einfach keinen nennen. Keinen Gavin, ich kenne keinen Gavin. Tschüss!